Hallo Leute, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erzähle ich euch eine schöne Geschichte, aber erst erzähle ich euch jetzt mal, ich habe einen dicken Sonnenbrand. Wisst ihr woher? Ich war bei den Khajiit mich mal eben mal ein bisschen aufmuntern. Ihr wisst schon, was ich meine mit Sonne. Bei Cocktail schlürfen, ne? Und dem Bären geht's auch gut. Ich sehe ihn gerade in dem. Muss ein bisschen, ey, der hat sogar ein Loch da. Mann. Was man so alles in einem Bären findet. Naja, gut. Erzähl ich euch eine Geschichte, wie ich den Bären bekommen habe. Ja, hier sieht's aber komisch aus. Grün. Naja, komm, wir gehen jetzt weiter. Schauen wir mal zu, ja. Ab geht mit den. Oh, alles so schön grün. Ach, untersuchen wir das doch direkt mal. Nehmen wir das alles mit. Oh, ein Buch. Ja, da könnt ihr schon mal ein bisschen Reim der Rötlichen. Ein Kinderreim der Dunkelelfen. Merkt dir für den Rest des Lebens, wenn der Rötliche kommt, ist Schreien vergebens. Du kannst auch nicht fliehen in der Not. Und wer das versucht, ist längst tot. Isst der Rötling gern Gemüse? Nein. Dunkelelfenaugen und Dunkelelfenfüße. Dunkelelfenzungen, Dunkelelfenzehen. Versteck dich ruhig, er wird dich sehen. Wann zieht der Rötliche seine Runden? Nur im Dunkeln und rauen Stunden. Er schleicht sich an, um dich zu zwicken und in ein frühes Grab zu schicken. Für wer kann den großen Rötlichen bezwingen? Das kann nur unser Remfürsten Vivek gelingen. Er haut und schlägt den Rötling entzwei und dann macht er aus ihm Rötlichenbrei. Ach, das war doch schön. Also ja, sowas lese ich vor, aber so lange Texte, ey, da könnt ihr mich nicht zwingen, sowas zu lesen. So, schauen wir mal. Gehen wir erstmal da hinten hin. Und wir können ja schon mal alles plündern eben hier. Ich sag nicht mal looten, ich sag jetzt plündern. Oh fuck, das ist ja da unten. Nein. Das ist ja hier unten. So. So, dann haben wir den Schlammkuchen kaputt gemacht. Ich dachte, Oh, diese hi! grässlichen Kreaturen würden mich verschlingen. Ja, du bist ein bisschen mit Schleim voll, aber okay. Okay, jetzt gehen wir hier lang. Oh, da kommt man ja gar nicht hin. Hä? Okay. Wie kommt man denn da oben hin? Ist mir hier runtergefallen. Naja, egal. Okay, laufen wir erstmal da lang. Da ist so eine kleine Brücke. Da könnten wir eben. Wow, 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 wow. Ganz ruhig bleiben, Leute. Ja, leg mich mal hier. Komm, Bärchen, hau mal rauf. So. Nee, das ist ein Schritter. Wo geht's denn hier lang? Ja, ich glaube, wir müssen einmal rumlaufen, um das zu bekommen. Zumindest glaube ich das. So, dann haben wir den auch schon. Ja, ganz ruhig bleiben wir vorne. So. Wo geht's mit uns? Vielleicht sollten wir nicht so viel rennen. Weil ich glaube, wir brauchen unsere Ausdauer hier drin. Ansonsten ist das nicht so ganz so gut. Und den Ton müssen wir nachher lauter machen. Erinnert euch mich dran mal, bitte. An Max in der Zukunft, bitte erinnere dich dran. Dass du den Ton noch lauter machen musst. Ansonsten ist das ziemlich doof für euch. Aber ich mache lieber den Ton an der Audacity lauter als im Spiel. Also, nee, nicht im Spiel, sondern hier. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Heißer Dicer. Wir können ja erstmal unseren Charakter machen. Hauen wir erstmal 2 Punkte in Ausdauer rein. Und dann machen wir unseren Präzisionsschuss mal. Ich weiß nicht, was besser ist.
Das oder das? Dann lassen wir es erstmal, oder? Schauen wir Tiergefährte. Nee, können wir nichts machen. Volk. Können wir auch nichts machen. Gilde. Aber hier Rüstung, leicht, mittlere Rüstung. Müssen wir noch schwere und mittlere gehen. Nur mal das einmal. Geschicklichkeit hauen wir einmal rein. Huch, hä? Oh, hä? Doch, hier lang müssen wir. Ich dachte schon, hä? Wo geht's denn da lang? Naja, und ich habe ein Standmikrofon. Also habe mir so einen Ständer geholt, anstatt immer diesen Hosen dazu nehmen, weil ich das mal austesten möchte. Vielleicht ist das besser, weil ich habe ja ein bisschen Abstand hier. Soll man ja halten. 20 bis 10 Meter. Ja, das testen wir einfach mal aus. Wir schauen mal, ob das so ganz funktioniert alles. Man kann den Ton ja immer lauter machen, ne? Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will jetzt erstmal hier lang laufen. So, da oben müssen wir hin. Wir retten erstmal alle Überlebenden. Oh Gott. So. Gut gelungen. Ah, müssen wir den Überlebenden noch retten hier. Söhlepupöle. Ich lebe. Ich lebe. Ja, du lebst. Natürlich lebst. Ich habe dich ja befreit. Den nehmen wir damit rein. Können wir mehr AOE-Schaden reinhauen, auch wenn der AOE-Schaden nicht ganz gewaltig ist. So. Mal die Beine. Wir werden jetzt erst zuerst den letzten Überlebenden noch retten. Bevor wir das große Ding da töten. Hey, wir wollen den Überlebenden da oben haben. Das ist unser Ziel. So, jetzt haben wir alle Überlebenden gerettet. Hi. Ist kalt, ne? Ja, bitteschön. Was müssen wir machen? Wo ist denn dieses Getränk, was wir haben? Quest? Okay. Anscheinend müssen wir das irgendwo hier finden. Vielleicht hat ja auch einen Bug, wer weiß. Warte mal, das Versteck ist irgendwo hier. Wir müssen es nur finden. Ah, okay. Nee. Leute. Ist das ein Bug? Könnt ihr mir mal helfen? Wir müssen mal eben den Chat anmachen. Neuen Reiter erstellen. Jo. Dann können wir gucken, was die gleich sagen hier. Hm. Warten. Ich glaube, wir müssen warten, oder? Tut er irgendwas? Jemand ist hier komisch. Vielleicht ist er ja da drunter. Ach, ich glaube nicht, hier ist überall nur. Was? Finde das Versteck. Wir schauen mal eben in die Quest rein.
Ist das das? Jo, das ist die. So, der Krieg. Ein Kriegswappenträger hat mich davon gewarnt, dass Pilger auf der Straße angegriffen werden. Und mir auch dran, bla bla bla. Hat mir eine Flasche gegeben, die ich im Bau des. So, hier, da, hier ist das ja, oder? So. Und jetzt? Weil ich mehrere Dinge haben. Oh ja, kann man ja echt. Aber. Gut, dann mache ich hier immer einen Schnittpunkt. Und wir sehen uns sofort wieder. Oh, oder? Ah, ich habe ihn. Ah, doch gut, ist doch gut. Okay, kein Schnitt. Alles gut. Alles gut, Leute. Ja. Jetzt können wir mit dem Hauptmann reden. Gut. Gut, gut, gut. Dann können wir jetzt hier raus. Den nehmen wir noch mit, bevor wir gehen. Hä? Ich glaube, man kann nur einen Trank nehmen. Ne? Mir gerade so aufgefallen. Ja, wenn wir das jetzt nehmen. Nehmen wir mal so ein Blöd. So. Okay, dann geht das erste weg. Okay, man kann immer nur eins nehmen. Helfen wir mal auch kurz. So. Wir müssen hier lang. Genau. Gut, dann ist das doch schon mal gut gelaufen, oder? Finde ich jetzt. So ganz in Ordnung jetzt. Ich dachte, wir müssen länger warten jetzt noch. Ah, das hatten wir ja schon, den Reim. Und dann untersuchen wir das noch. Und dann gehen wir jetzt hoch. Und schauen uns mal da um. Ein bisschen um. So, mal gucken, was sie zu uns zu sagen hat. Und zu sagen hat. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Wir haben ein Ladebildschirm. Yeah, Ladebildschirm. Cool, hier kann man auch nicht übersteuern. Aber der Ton ist bestimmt mega leise. Hi, wir haben, oh. Hallo, wir haben es geschafft. Wir haben es getötet. War's dann also? Ja, das ihr war's. Habt euch um das gekümmert, was unsere Pilger angegriffen hat? Von dieser Kreatur hat nie wieder jemand etwas zu befürchten. Als ich euer Hilfsangebot annahm, dachte ich nicht, dass ihr so gründlich sein würdet, ganz allein in diese dreugverseuchte Mine zu steigen und dann diesen was auch immer zu erschlagen, der die Pilger getötet hat. Das ist wahrlich lobenswerter Mut. Was war eure Meinung nach, wenn es nicht der Rötling war? Oh, jetzt habe ich Lebewohl gemacht. Das hallo. Als ich euer Hilfsan. Genau. Der Rötliche aus den Lektionen konnte nur durch das Wirken eines Gottes zur Strecke gebracht werden. Vielleicht bin ich ein Gott. Vergebt mir, wenn ich nicht ganz davon überzeugt bin, dass er eure Bestie war. Niemand weiß, woher der ursprüngliche Panzer kam. Vielleicht waren andere, niedere Objekte aus dem gleichen Material. Ihr meint also, dass es so etwas wieder geschehen könnte? Kein sehr angenehmer Gedanke. Aber mit dieser Erklärung kann ich zumindest leben. Wir können nur hoffen, dass die Welt niemals wieder so etwas wie den wahren Rötlichen sehen wird. Fürs Erste ist er tot und wir sind einer Fehde mit den Aschländern aus dem Weg gegangen. Versuchen wir daher doch, das Ganze nicht so düster zu sehen. Na, hast du recht, leb wohl. So, Ibal, hi. Euer Gestank ist Beweis genug für eure Taten. War dieser Rötliche ein würdiger Gegner? Ich bin mir nicht sicher, was es war, aber es ist nicht ohne einen Kampf gestorben. Ihr habt meinen Respekt, Fremdländer. Unsere gefallenen Krieger sind gerecht. Sagt euren Wappenträgern, dass wir bald aufbrechen werden. Mögen sich unsere Pfade nie wieder kreuzen. Ach, das ist aber schade. Wohin geht ihr denn jetzt, Ibal? Nach Hause.
Das Opferritual ist nahezu abgeschlossen und die Daedra-Fürsten, die ihr so törichterweise missachtet, werden uns hoffentlich für ein weiteres Jahrzehnt ihren Zorn ersparen. Wir werden darauf hoffen, dass sie ihren bösen Blick auf Molag Mar lenken, bevor wir wieder hierher zurückkehren. Okay, auf Wiedersehen. Cool, neue Rüstung. Neuer Helm bekommen. Das hat sich schon gelohnt für mich, glaube ich. So. Ja, dann machen wir mal hier. Quatsch mit Kavan. Oder Quatsch mit Kavan. Huch, was denn da passiert? Ach, egal. Wir laufen jetzt erstmal dahin. So, haben wir denn jetzt hier alles? Jo, das ist richtig gut gewesen. So, dann nehmen wir unser schöner Sam mal raus. Das ist nämlich der Sam, der ist genauso, das ist derselbe Bär. So, dann machen wir Quatsch mit Kavan. Einmal durchreiten. Na ne, das stimmt, wir müssen hier außen hin, glaube ich, oder? Okay, töten wir die eben. So. Stimmt, da war ja was. Dann gehen wir lieber außen rum. Dann laufen wir jetzt eben außen rum dadurch. Und da ist noch ein Buch, das können wir gleich mal direkt noch abholen. Oh, da oben links was. Oh, was ist hier? Nix, schade. Sah nur so aus. Schade. Naja. Ne, wir müssen hier lang. In die Richtung müssen wir jetzt laufen. Ach, guck mal, was hier noch ist. Jute. Schöne alte Jute. So. Na gut. Hier oben lang, weil hier oben. Ach nee, ich dachte, da wäre jemand. Ah, hier müssen wir doch nie lang. Ganz ruhig, ich will niemanden töten. Bisschen Holz hacken. Jetzt versuchen wir zu klettern. Oh nein, nicht da reinfallen. Ach, Kacke. Naja. Schauen wir mal, was hier so ist. Klettern wir einfach da hoch. Okay, ja, okay, das funktioniert nicht. Oh, aber hier kommen wir doch einfach hochlaufen. Und hier wieder runter. Wow, das war knapp. So. Hier müsste es sein. Hier ist es auch. Da habt ihr sogar noch Schwein gehabt, Leute. Da wir nicht so lange laufen müssen. So, dann machen wir. Oh, da ist sogar eine Quest. Oh, hi. Dann sprechen wir mal mit ihr. Oh, Eiermine. Okay. Oh, da ist. Oh, guck mal, da ist. Ein schwerer Sack. Eisenerz. 10 Eisenerz. Ja, ist doch gut. Hi. Was für ein Glück. Ihr seid ein Krieger, ja? Natürlich ja. Seid ihr das. Natürlich. Ich brauche eure Hilfe, Sera. Es steht nicht alles zum Besten in Martus Akin. Wo liegt denn das Problem? Zuchtversuche, die aus dem Ruder laufen. Unser Hauptzüchter namens Drovos Nelwein hat eine neue Unterart der Quama erschaffen. Sie hat sich als sehr aggressiv erwiesen und ist nicht einmal ansatzweise zu kontrollieren. Als ich zur Vorsicht riet, hätte Drovos mich beinahe umgebracht. Er nannte mich eine geistig völlig verwachsene Memme. Was soll ich eurer Meinung nach in der Angelegenheit unternehmen? Drovos hat es geschafft, ein Königinnen-Ei zu erschaffen. Wenn etwas aus diesem Ei schlüpft, werden unsere einheimischen Quama ausgelöscht. Er ist verrückt geworden, Sera. Und ganz Wardenfell wird vielleicht den Preis dafür zahlen müssen. Ich muss dieses Ei zerstören, alle Kammerskrips ausmerzen und mich um Drovos kümmern. In Ordnung, ich helfe euch, diese neuen Kava-Brut in Schach zu halten. Ich bedauere, dass es so weit gekommen ist, aber Drovos hat mich dazu gezwungen. Die Quama-Zucht ist eine heikle Sache. So eine angriffslustige, auf Ausbreitung bedachte Sorte hier einzuführen?
Das ist schlicht und ergreifend Wahnsinn. Wir können so ein Risiko nicht eingehen. Erzählt mir mehr über diese neuen gezüchteten Coversorten. Sie sind einzigartig. Ausgewählte Züchtungen sind im Eiergeschäft nichts Neues. Manche Züchter legen den Schwerpunkt auf gesteigerte Erträge, andere auf Stärke und Langlebigkeit. Rovos wollte in allem das Beste. Wie hat er es denn angestellt? Eine Kombination aus herkömmlicher Zucht und Alchemie. Verrückte Wissenschaft, wenn man so will. Niemand zweifelt an Drovos Genie, aber seine Methoden sind abscheulich. Es erfordert jahrelange Arbeit, bei einer Spezies bestimmte Eigenschaften zum Vorschein zu bringen. Generationen. Doch Drovos ist das zu langsam. Dann ist es diese neue Sorte, also wieder die Natur? Wieder die Natur? Durch und durch. Die Natur könnte solche Quarma nicht hervorbringen. Nicht ohne groben Eingriff. Ich kann das gar nicht genug betonen. Wenn sich diese Sorte über Matus Akin hinaus ausbreitet, steht uns eine Gefährdung der gesamten Umwelt bevor. Also sputet euch bitte. Wer seid ihr noch gleich? Ja, ich schätze, wir haben ganz vergessen, uns einander vorzustellen. Ja, das stimmt. Ich bin Ridena Devani. Oh, hi. Naturkundlerin mit Schwerpunkt auf Untertamrielischem. Als Aufseherin für die Minenarbeiten des Hauses Hlalu stelle ich sicher, dass die Quarma keinen unnötigen Risiken durch Krankheiten, Hunger oder Parasitenbefall ausgesetzt sind. Warum habt ihr diese Zuchtexperten nicht aufgehalten? Anfangs waren sie vielversprechend. Quarma sind zähe Geschöpfe, fallen aber immer noch Krankheiten oder parasitischen Milben zum Opfer. Es kommt vor, dass man ganze Kolonien an eine Seuche verliert. Es erschien sinnvoll, gewisse Resistenzen in ihnen zu züchten. Das war ganz klar ein Fehler. Was könnt ihr mir über Drovos erzählen? Drovos besitzt einen Drovos, meine ich doch. Verstand, aber keinerlei Hemmungen. Da steckt zu viel Telvanni in ihm, vermute ich. Er hat keine Verbündeten und keine offiziellen Verbindungen. Er kennt nur seine Arbeit. In Wahrheit ist das nicht sein erster Fehltritt. Er war schon mehrfach nur einen Federstrich vom Tod entfernt. Was hält denn das Haus davon ab, ihn diesmal zu töten? Sie wissen nicht, was er getan hat. Und wir haben nicht die Zeit, es ihnen zu erzählen. Die neue Königin könnte jeden Augenblick schlüpfen. Drovos hat auch eine Söldnerkompanie zu seinem Schutz angeheuert. Kleingeistige Grobiane, die sich die Grollgarde nennen. Sie sind die Schläger, die mich verscheucht haben. Oh mein Gott. Okay, leb wohl, wir gehen jetzt schon rein. Auf geht's. Ins neue Abenteuer. Ui, ich hab mir nochmal reingerollt.